Willkommen zusammen zu einem neuen Tutorial rund um Terra Life Plus. Und heute soll es um die Heumilch gehen. Wie könnt ihr Heumilch herstellen? Was ist Heumilch? Was müsst ihr beachten? Was muss man alles dazu wissen? Was sind die Unterschiede? Auf all die Fragen werde ich in diesem Video eingehen. Fangen wir erstmal an. Was ist Heumilch? Heumilch ist eine geschützte Marke oder ein geschütztes Produkt, was europaweit geschützt ist. Und es heißt einfach, dass das Tier, was die Heumilch gibt, zu keinem Zeitpunkt Silage bekommen darf. Frisches Gras, Stroh, Heu und sonstige Sachen darf man füttern, aber nichts mit Silage. Und wie ist es jetzt hier im LS22 mit Terra Life Plus eingebaut? Wir können ja schon mal hier in die Verkaufspreisliste schauen. Ja. Ihr seht, wenn ihr Milch verkauft, dann kriegt ihr jetzt gerade 1200 Euro dafür. Wenn ihr Heumilch verkauft, kommt ihr zwischen 2000 und 2600 Euro. Also ist schon mal deutlich mehr. Wenn wir beim Viehhandel vorbeischauen, schauen wir uns mal an, was denn die so kosten würden. Und das seht ihr ja. Und so die Preise, gut, die Bullen sind immer teurer hier wie die Weibchen, und aber wenn wir das jetzt mal vergleichen mit einer normalen Kuh, zumindest im Einkauf, wie ihr seht, gibt es da keinen Unterschied. Verkauf ist eine andere Sache. Das heißt prinzipiell, ihr könnt euch die Tiere zulegen und dann müsst ihr einfach bei der Fütterung darauf achten, was er den füttert. Ich habe die Futtertabelle wieder erstellt. Klar, logisch, die Bullen, die geben keine Milch. Es geben nur die Weibchen die Milch. Und ihr kriegt im Endeffekt für die Milch mehr Geld, wenn ihr gewisse Sachen hier einhaltet. Was muss man denn aber grundsätzlich wissen? Ich bin jetzt hier gerade auf der Holzer Map. Denn Heumilch ist prinzipiell ein Feature, was dieser Holzer Karte hier vorbehalten ist. Theoretisch kann es auf den anderen Karten auch funktionieren, aber das entscheidende Ding ist halt, ihr müsst beim Viehhandel hier, wenn ihr jetzt da einen Stall auswählt und ihr möchtet hier was kaufen, dann müsst ihr halt hier wirklich Heumilchtiere kaufen. Ich mache das ganze Video jetzt wieder anhand vom Beispiel Holstein. Und die anderen Tiere, die funktionieren gleich oder sehr, sehr ähnlich. Wichtig, es muss ein Heumilchtier sein. Ihr könnt jetzt nicht aus einer stinknormalen Holsteinkuh eine Heumilchkuh machen. Das geht nicht. Muss von vornherein eine Heumilchkuh sein. Und dann müsst ihr die entsprechend richtig füttern anhand der Tabelle. Und dann gibt die automatisch Heumilch. Auf anderen Karten theoretisch könnte es funktionieren. Aber ich habe mich zum Beispiel auf der Eifel mal umgeschaut. Da ist überall so, wenn ich hier reinschaue in den Viehhandel, ich habe hier nirgends eine Auswahl von einer Heumilchkuh. Das sind alles die Standardkühe. Soweit schon mal da Heumilch ausgeschlossen. Man müsste quasi es schaffen, dass man dort einen Stall baut, der jetzt hier auf der Holzer steht. Dann geht es dort auch. Ansonsten geht es dort natürlich nicht. So, jetzt schauen wir uns mal im Detail an, was brauchen die denn? Also, Gesundheit, Produktivität, Geschlechtsreife ist gleich wie immer. Statt Milch geben die Heumilch. Die können keine normale Milch geben. Die brauchen Einstreu, also auch wieder Stroh einstreuen, reinhexen in den Stall. Die geben Gülle und sie geben Biestmilch, aber nur die Tiere, die tatsächlich vor kurzem gekalbt haben. Und dann ist es auch wieder wie in dem anderen Video schon von der Fütterung her. Ich habe mir das tatsächlich angeschaut. Männchen und Weibchen Heumilch Holsteiner ab 0 Monate, ab 1 Monat, ab 2 Monat, ab 4 Monat, die sind komplett gleich. Die können da gleich füttern, männlich wie weiblich, wie die Standard Holstein Kühe. Da gibt es absolut keinen Unterschied. Hier an der Stelle auch der Hinweis,
wie ihr Milchaustauscher bekommt. Und zwar, wer es noch nicht wusste, es gibt ja hier drin einmal Milchaustauscher zu kaufen. Das war hier unter Zusatzfutter. Kann der Milchaustauscher kaufen. Und es gibt hier einen Milchwagen. Mit dem Fahrer neben die Palette. Dann könnt ihr das Pulver hier reinladen. Dann habt ihr quasi fertige Milch. Und dann könnt ihr die den Tieren geben. Wenn jetzt in meiner Tabelle steht, dass ihr Milch geben müsst, dann funktioniert das so, dass ihr tatsächlich Biestmilch braucht. Die könnt ihr dann aus dem Stall rausholen, je nachdem, wo der Milchtank ist. Muss ich mich gerade mal umschauen, wo der hier bei dem Stall ist. Ich glaube, der könnte hier vorne sein. Dass ihr hier Milch holen können. Und die könnt ihr dann quasi, also die Biestmilch holen, nicht Milch. Und die Biestmilch könnt ihr dann hier abgeben. Und die konvertiert dann automatisch zu Milch. Ihr könnt denen tatsächlich nicht die normale Milch geben. Und auch nicht die Heumilch. Das konvertiert einfach. Und was an dem Stall hier tatsächlich irgendwie ein Fehler ist, also die Tiere laufen kreuz und quer durch die Wände, durch den Futtergang. Ich glaube nicht, dass das so sein sollte. Also finde ich mal seltsam auf jeden Fall. Genau. Und dann, wenn die dann 10 Monate alt sind und so weiter, habe die Tabelle für euch. Ich blende sie ein, beziehungsweise ich packe sie auch wieder auf die Webseite. Link dazu in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch im Detail anschauen, welchen Slider ihr mit was füllen könnt. Also Slider ist einmal hier so eine Zeile. Ich habe jetzt gerade bei denen ein bisschen was reingepackt. Ich mache mal einen Futterdruck sauber, dass hier wieder alles leer ist. Und bei diesen Tieren empfehle ich euch tatsächlich auch ganz einfach herzugehen. Warum macht er denn jetzt nicht sauber? Dass ihr einfach frisches Gras von der Weide holt, dürft ihr füttern. Oder ihr macht Heu und füttert einfach das Heu. Habt tatsächlich hier außen einfach mal ganz normales, zeigt es gar nicht an, aber das ist einfach Wiesenheu hier als Ballen. Können wir hier reinbringen. Und wie ihr seht, er füllt tatsächlich alles leider auf, die wir hier als Holstein-Heumilch-Ferse brauchen. Genauso auch für die Kuh. Genauso für den Jungbullen. Und genauso für den Bullen. Also mit Heu macht ihr hier absolut nichts falsch. Ihr könnt die theoretisch das ganze Jahr komplett mit Heu füttern. Natürlich, wenn ihr in die Tabelle schaut, ihr könnt auch Äpfel füttern. Oder Karotten, Kartoffeln, Zuckerrüben, so Sachen, ja. Solange es nicht siliert ist, geht es alles. Ja, die fressen das auch nicht. Also das könnt ihr zwar in den Stall reinfüllen, aber die fressen das einfach nicht. Also im Endeffekt, ihr könnt nichts falsch machen. Auch gleichzeitig die männlichen Absetzer und die weiblichen Absetzer ab 10 Monate sind damit auch vollkommen versorgt. Und wie gesagt, nur für Kuhkälber braucht ihr Kälberfutter, Kälberheu, Muttermilch und Milchaustauscher. Muttermilch, Milchaustauscher habe ich schon erklärt. Kälberheu habe ich im extra Video erklärt, wie ihr das herstellen könnt. Könnt ihr aber tatsächlich auch einmal hier kaufen. Und vorne haben wir zum Beispiel Deuka, Kälber oder kaufen. Mit Kuh die einzelnen Säcke entnehmen von der Palette, da reingeben und dann fressen die das entsprechend. Dann sind die glücklich und ich würde sagen, das machen wir jetzt auch mal. Wir spulen die Zeit ein bisschen vor, dass wir sehen, dass sie tatsächlich auch Heumilch geben. Ja, soweit ist ein bisschen Zeit vergangen. Ihr seht, wir haben schon 24 Liter Heumilch. Gut, muss auch sagen, wir haben nur 2 Kühe, die aktuell Milch geben können. Und die steigen jetzt gerade auch erst mit der Produktivität. Von dem her, ja. Milchbonusleistung kommt übrigens daher, wenn ihr hier den Milchbonus füttert. Was gibt es ansonsten noch für Tipps und Tricks und was sollte man denn prinzipiell beachten? Ja, ihr müsst einfach schauen,
wenn ihr euch entsprechenden Stall aussucht. Es gibt im Übrigen auf der Karte tatsächlich auch extra für die Kälber Boxen, wo die rein können. Da steht dann halt auch beim Stall mit dabei, dass der für Heumilch ist. Das finde ich tatsächlich gerade kein, warum auch immer. Ne, warte, war der hier? Genau, hier zum Beispiel. Kälber, Iglu, Klein, Heumilch. Oder auch wenn er über P geht, Viehhandel. Da steht es jetzt nicht dabei, aber er klickt einfach ein paar Mal durch. Ja, so rundisch. Guckt mal rein. Ach, hier kann ich Heumilchtiere kaufen. Dann wisst ihr, okay, das ist ein Heumilchstall. Dann ist es der, den er braucht. Ansonsten gehen dann nur die normalen Tiere. Wie gesagt, einfach ganz normal Heu füttern ist am effektivsten und am einfachsten für den Anfang. Und ihr könnt euch dann nach und nach steigern und noch ein paar andere Zusatzsachen füttern. Im Übrigen gibt es tatsächlich auch für einen Futtermischwagen eine extra Mischration Heumilch. Ja, die könnt ihr verwenden. Wenn er neben dem Wagen steht hier, dann seht ihr auch, was da jetzt rein muss. Also Raufutter braucht man mindestens 15%, maximal 90%. Da stehen ja auch die möglichen Inputs dran, was da rein kann. Und wir brauchen auf alle Fälle zwingend ein bisschen Mineralfutter und das andere ist im Endeffekt alles optional, aber könnt ihr natürlich reinmachen. Und dann habt ihr hier eine Mischung Heumilch. Da habe ich auch eine spezielle Tabelle auf der Webseite. Da steht drin, welches Leiter die auffüllt. Dann könnt ihr die quasi auffüttern. Das Einzige ist nur an dem Stall hier, der ist von der Deckenhöhe her so niedrig. Also ich komme mit dem Ladewagen hier hinten nicht rein. Ich komme wahrscheinlich mit dem Futtermischwagen auch nicht rein. Also hier muss man wirklich sehr, sehr viel mit kleinen Maschinen füttern. Ihr könnt im Übrigen auch eure Heumilchkühe auf einer Weide halten hier auf der Holzer Map. Allerdings gibt es da einen kleinen Haken und zwar, ich bin jetzt hier zum Beispiel auf Kuhweide 18. Ihr seht, wir brauchen hier oben keine besonderen Sachen und ich habe denen jetzt auch nichts gefüttert. Das funktioniert alles über das Animal Grazing. Die fressen quasi das von der Weide hier direkt. Ihr müsst halt aufpassen, es dürfen nicht zu viele Tiere drauf sein, sonst haben sie zu wenig Nahrung und sie können halt auch keine Milch geben, weil hier gibt es keinen Milchtank oder so. Das heißt, es bietet sich an, dass ihr hier vielleicht auf die Weide die Tiere packt, die aktuell keine Milch geben. Also Kühe, die trockengestellt sind, die hier eine künstliche Reproduktion bekommen haben, die demnächst kalben, die geben keine Milch und halt sowieso die Kühe bzw. halt die Rinder. Die Fersen, die geben auch noch keine Milch, die bieten sich hier perfekt an für die Weide. Es gibt allerdings auch unterschiedliche Weiden. Hier oben habe ich zum Beispiel Weide Nummer 28. Und hier ist es so, hier müssen wir den Tieren sogar Wasser geben. Also Futter haben sie tatsächlich auch von der Weide über das Grazing Feature. Aber Wasser müssen wir denen zusätzlich geben. Man müsste halt schauen, welche Weide hat was, welche Weide ist wie eingestellt, aber es gibt tatsächlich auch Weiden prinzipiell für die Heumilchkühe. Es gibt auch Weiden für die normalen Kühe und immer entsprechend einfach die Weide aussuchen. Ja, das war es im Endeffekt auch schon mit den ganzen Unterschieden zu den normalen Holsteinkühen. Und wie gesagt, wenn ihr dann die anderen Rassen von den Kühen nehmt und damit Heumilch machen wollt, geht ja auch. Ich werde nach und nach die Tabellen auf der Webseite ergänzen, werde auch nochmal ein extra Video dazu machen und euch sagen, inwieweit das die sich unterscheiden, aber prinzipiell so groß sind die Unterschiede nicht. Ihr habt das Grundgerüst erstmal, damit könnt ihr arbeiten und ich hoffe, dass damit tatsächlich alle Fragen zum Thema Heumilch beantwortet sind. Falls doch noch was aussteht, einfach in die Kommentare schreiben, dann beantworte ich es doch da oder ihr hört es dann entsprechend im nächsten Q&A-Video. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Iltis. Ciao, ciao.